Willkommen zurück zu Still Life. Ja, werte Freunde, ich würde euch jetzt gerne sowas sagen wie, ach, ich habe das und das übersehen und wir können jetzt dann da weitermachen mit dem Rätsel. Aber leider nein, ich habe alles abgesucht, es gibt keine Hinweise. Ja, definitiv nicht. Nicht durch Gespräche, nicht durch irgendwelche Fundorte, es gibt nichts. Nur das, was wir im letzten Part gefunden haben, das muss ausreichen, um das Rätsel zu lösen. Ja. Dementsprechend versuchen wir uns einfach nochmal, ne? Also, ich habe hier mir nochmal den Code natürlich aufgeschrieben und die einzigen Ziffern, die wir durch die Uhr wissen, das ist die 3, die 6, die 9 und die 12, wobei wir bei unserem Code mit den Zahlen 7482 1536 nur die 3 und 6 brauchen, nämlich am Schluss. Die 3, die kommt somit da rein und die 6, das ist diese da, die kommt da rein. So. Jetzt habe ich natürlich, bevor ich die Aufnahme gemacht habe, habe ich so ein bisschen überlegt. Weil ich bin noch, bin ich so stolz, in die Lösung zu gucken. Also, die 3 sieht ja ziemlich gleich aus. Ja, vielleicht muss ich auch gleiche Symbole finden. Aber das trifft nicht auf alle zu, blöderweise. Naja. Ich werde es einfach mal probieren. Am naheliegsten ist das ja eine 1. Ne? Und die 1, die muss da rein. Also, wenn ihr euch jetzt fragt, woher weiß ich das, wo was rein muss, das, ne, ich habe ja die Zahlen, die richtigen Zahlen mir aufgeschrieben. Ich sehe ja die Position. Wir haben ja dieses Zettelchen. Das Zettelchen habe ich mir jetzt nochmal auf dem richtigen Zettel aufgeschrieben, damit ich da nicht immer hin und her switchen muss bei meinem Brain. So. Das ist das könnte eine 2 sein. Die 2 muss da rein. So, aber jetzt hört's auf bei mir. Das ist das Problem. Wir brauchen noch die 7. Was soll denn da bitte eine 7 sein? Vielleicht das da? Das könnte aber dann auch die 1 sein. Naja, wir brauchen noch die 7, die 4, die 8 und die 5. Das ist eigentlich eine 5. Ich probiere es einfach mal. Ja, wir haben ja dieses Symbol. Wenn da noch ein Strich in der Mitte ist, ist es eine 12. Deswegen dachte ich, das ist eine 11. Aber eine 11 suchen wir ja gar nicht. Das verwirrt mich am meisten, ehrlich gesagt. Naja gut, ich probiere mal das als 7. So, was fehlt denn jetzt noch? Jetzt fehlt noch die 4 und die 8. Puh. Keine Ahnung. Obwohl, das ist vielleicht eher eine 8? Nee. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal... da muss... 4, 8... Nö, natürlich nicht. Dann tausche ich die beiden mal. Ach, Gott sei Dank. Das einzige Opfer, das direkt am Tatort gefunden worden war. Vielleicht hatte die Polizei dort im Park etwas übersehen. Ich musste mich mit eigenen Augen überzeugen. Gut, also es war eigentlich gar nicht schwer. Letztendlich. Aber man geht halt davon aus, dass man noch Hinweise bekommt. Das war das Schwere. Ich hätte mir die ganze Sucherei sparen können. Einfach rumprobieren. Aber meistens... Ach, egal. Bei anderen Rätseln, da probiere ich dann immer rum und dann fehlen mir Hinweise und dann... Und hier ist genau andersrum, aber egal. So, jetzt haben wir ein Bild bekommen. Da liegt... Ja, okay. Das würde ich mir gerne nochmal genauer angucken. Vielleicht finde ich da noch ein bisschen was. Ah, da hinten ist immer nichts drauf. Es sagt auch nichts weiter dazu. Ah, ich zoome mal ran. Na gut, das bringt nicht viel. Tatortbild des Opfers im Park. Okay. Ja, super. Wegen dem dummen kleinen Bild. Sonst ist da nix. Ja, nochmal gucken. Ey, das ist ja enttäuschend. Kann ich wieder zumachen? Nein. Okay. Tja, dann gehen wir. Mal nochmal mit dem schwerhörigen Typi reden. Vielleicht weiß er jetzt noch irgendwas. Bislang war er sehr nett.
Ich möchte seine Gastfreundschaft lieber nicht ausnützen. Gut, dann gehen wir. Vielleicht können wir jetzt zu dem Typi da, wo er vorher nicht hin wollte. Das probieren wir mal. Bei diesem... Lass die Finger von den Mädels! Da habe ich leider eine Schwäche für. Wow! Ich wachte mit dröhnendem Schädel wieder auf. Mein vorlautes Maul war mir nicht zum ersten Mal zum Verhängnis geworden. Na toll. Wurde mir halt verprügelt von diesem Affen. Ja, aber anscheinend geht's uns wieder gut. Natürlich hören wir nicht auf seine Warnung. Wir sind ja nochmal gut davon gekommen. Ich meine, der Doktor hat irgendwas gemeint, wie mach ihn kalt oder so, oder? Na egal. Mal gucken, ob im Dessous-Geschäft jetzt was geht. Ah, das sieht... Ich werde mich später mit ihm auseinandersetzen Schade. Müssen. Jetzt habe ich andere Dinge zu erledigen. Was denn? Mal so ganz salopp gefragt. Ich gehe nochmal in den Park, würde ich sagen. Also da geht nichts, dann ab in den Park. Da wartet noch Dingens auf uns. Mit der haben wir ja schon geschnattert. Hatte ich nicht gesagt, du sollst dich verziehen? Mann, ist die unhöflich. So werde ich nie Neukunde. Nee, das kann ich ja nicht zeigen. Ach nee, er will das mit dem Tatort vergleichen. Deswegen war da auch immer so ein Symbol. Ja, genau. So war das. Ach so, jetzt soll ich die Unterschiede anhand des Bildes erkennen, oder wie? Also, ich soll jetzt die Hinweise finden. Also klar, da liegt jemand. Aber das ist ja so offensichtlich. Ist hier noch irgendetwas? Was ist denn, wenn ich da drauf drücke? Was passiert denn dann? Ach so, dann sehe ich das jetzt. Ah ja, das ist cool gemacht eigentlich. Okay, dann schauen wir mal ganz genau. Na gut, durch die Perspektive sieht es auch ein bisschen anders aus natürlich, aber das stört ja nicht wirklich. Ja, aber ich sehe ja ansonsten nichts außer die Leiche, deswegen guck doch nochmal an der Stelle da. Oder kann er gar nicht. Da noch irgendwas liegt? Ne, das interessiert ihn nicht. Ich mag diese Statue. Sie erinnert mich an Ida. An Ida? Okay. Wenn du meinst. Ich gucke jetzt einfach nochmal ein bisschen selbst, aber... Ja, das Bild. Okay, da oben. Nee, da ist nix. Wo läuft er denn hin? Stopp. Wo willst du denn hin, Mann? Okay, nee, gut, dann gucken wir uns das nochmal an. So, was wollen die mir zeigen? Das sieht genauso aus. Das kann ich nicht einblicken. Ach so, ich muss... Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss das im Bild anklicken. Und dann schaut, dass ich es in der Realität an. Verstehe. Ja, wie nichts Ungewöhnliches ist. Du stehst ja auch nicht richtig da. Das interessiert ihn nicht. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Okay. Interessant. Gut, dann ist mir noch was aufgefallen. Und zwar... Na, der Brunnen da ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Oder? Was ist denn das? Ach, das ist gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, das Fenster sieht irgendwie so markant aus. Ich probier's einfach mal. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Okay, ich glaube, den Spruch wird er noch sehr oft sagen, bis ich es gefunden habe. Nochmal. Nee, so nicht. Aber auch mal nett gemacht. So, guck dir halt so mal den Brunnen an vielleicht. Nee. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Oh Gott, ich werde den Spruch jetzt schon hassen. Was ist das da? Das Zeug da vorne, das sieht doch irgendwie seltsam aus, oder? Aha. Okay. Ich weiß zwar nicht, was er hier jetzt sehen will, aber da muss ja jetzt was sein.
ganz genau gucken. Ah, dort steht: Die Hure war meiner Zuwendung nicht würdig, also wandte ich mich dem Engel zu. Okay. Alles klar. Dem Engel. Dem Engel. Noch etwas? Ist ja schon interessant, aber... Nee. Okay. Ob er noch was finden will? Ich gehe mal... Wobei, das kann man ja sehen. Nein, das Bild ist weg hier. Ich denke mal, er will nichts mehr sehen. Oh. Oh. Engel. Ah. Ja, dem Engel, ne? Der hat einen Ring. Sehr interessant, was für ein frecher Vogel. Und letztendlich hat sich herausgestellt, er ist nicht nur gierig nach einem Glitzergegenstand, der ist anscheinend ganz schön abgerichtet von jemandem geworden. Das ist ja fies. Tja, mal gucken, ob wir den Typen, den wir da eben noch gesehen haben, auch als Protagonist sehen. Ob wir den Ring wiederbekommen. Okay, da geht's schon mal... Da ist jemand. Herrje, hat mein Freund Ihnen das gestohlen? Ja, hat er. Das ist mir äußerst unangenehm. Sie müssen wissen, ich habe ihm beigebracht, glitzernde Gegenstände zu abortieren. Und er ist darin ein Meister, finden Sie nicht? Ja, das ist er. Als Kutscher hat man es in der industrialisierten Welt nicht mehr so leicht wie früher. Okay, ein ganz seltsamer Kauz, der Kutscher. Ja, mal gucken, ob wir... Also ich hätte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass wir die Person antreffen, sogar mit ihr reden können. Mal gucken, vielleicht ist er ja verhandlungsbereit. Wo kommen Sie her, wenn das nicht indiskret ist? Eigentlich ist ganz Europa meine Heimat. Normalerweise zieht's mich immer wieder fort. Aber hier bin ich schon ein Weilchen. Die Beine erlauben keine weiten Reisen mehr. Aber genau genommen komme ich aus London, in England. Mhm. Na, geben Sie's schon zu. Sie waren auch Detektiv oder gar Polizist. Habe ich recht? Ich bin ein einfacher Kutscher. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn Sie also die Höflichkeit hätten, nicht weiter auf Ihren Fragen zu beharren. Wie Sie wünschen. Na gut, das optionale Gedöns getan. Jetzt mal zur Sache hier. Ich will meinen Ring. Wer sind Sie? An guten Tagen... verdinge ich mich, wie gesagt, als Kutscher für den einen oder anderen Touristen oder für eine Dirne, die ein billiges Transportmittel braucht. An weniger guten Tagen hilft mir Freund Langfinger hier, über die Runden zu kommen.
Und an schlechten Tagen ist mir nur das Dasein eines Landstreichers beschieden. Schon mal mit dem Gedanken gespielt, den Job zu wechseln? Ich weiß ja nicht. Dann kennen Sie also einige der Mädchen hier im Viertel? Durchaus. Ich habe sie schon hier und dorthin kutschiert. Entweder haben sie selbst oder ihre Kunden mich angeheuert, weil ich billiger als ein Taxi bin oder ihnen das Ambiente gefällt. Ach ja, ich würde mal sagen, wenn man es nicht eilig hat, so eine Kutschenfahrt, warum nicht, ne? Hat doch was Schönes. Kennen Sie die eine oder andere auch näher? Eine, ja. Wir haben derweil miteinander gescherzt. Aber ich habe sie meistens nur irgendwohin kutschiert. Sie war ganz schön jung, um den Wünschen dieser Bestien nachzukommen. Sie hieß Vladanna und war gerade mal 16. War 16? Ja, ich habe sie lang nicht mehr gesehen und rechne mit dem Schlimmsten. Oder er weiß mehr. Sie sagten, sie hieß Vladanna. Könnte es nicht sein, dass sie Aneshka hieß? Keinesfalls. Vladanna erinnerte mich an ein Mädchen, das ich als junger Mann kannte. Sie haben sicher von den Morden gehört, oder? Natürlich. Jeder hier im Viertel weiß davon. Deswegen mache ich mir um Vladanna Sorgen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher. Bin ich mal gespannt. Wer sind Sie? Und warum interessieren Sie sich für diese Sache? Oh, Entschuldigung. Ich habe mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Gus McPherson, Privatdetektiv. Die Mädchen haben mich damit beauftragt, den Mörder zu finden. Sie sind verständlicherweise sehr besorgt und setzen kein großes Vertrauen in die Polizei. Wahrlich bewundernswert, Mr. McPherson. Ich muss zugeben, dass ich den Glauben an die Menschheit verloren hatte. Bei all dem, was ich schon mit ansehen musste. Sie machen mir direkt wieder Hoffnung. Danke. Sagen Sie, ist es wahr, dass es schon wieder einen Opfer gibt und es am Ufer angeschwemmt wurde? Sie wurde nicht angeschwemmt. Sie ist eh ohne Belang. Ja, es ist leider wahr. Haben Sie sie gesehen? Ja, habe ich. Seien Sie aber unbesorgt, mein Freund. Sie hieß nicht Vladanna, sondern Franziska. Danke, Mr. McPherson. Da bin ich aber froh. Ja, scheint ein bisschen verliebt zu sein, diese Vladanna. Ich hoffe, sie lebt noch. Sie sagten, die Leiche sei nicht ans Ufer geschwemmt worden? Nein, ist sie nicht. Der Täter hat sie dort abgelegt. Aber wie ist das möglich? Es gibt nur einen Weg, wie man die Stadt durchqueren kann, ohne gesehen zu werden, Mr. McPherson? Die Kanalisation. Ganz genau. Er bedient sich der Kanalisation, um kein Aufsehen zu erwecken. Ich bin zwar hier und da schon auf unterirdische Passagen gestoßen, aber noch nie hier in unserer Ecke. Vielleicht sollten Sie mal danach suchen. Das würde Ihre Nachforschungen sicher voranbringen. Kanalisation. No comment. Haben Sie der Polizei von Ihrer Theorie erzählt? Natürlich. Aber wer hört schon auf einen alten Landstreicher? Vor allem, wenn er mehr Grips im Kopf hat als der Inspektor. Dieser Skalnik ist wirklich ein Unikum. Ein Unikum? Ist das der lateinische Begriff für Drecksack? Wüssten Sie sonst noch was, was mir weiterhelfen könnte? Leider nein. Bin eben nur ein alter Kutscher, der mehr schlecht als recht sein täglich Brot verdient. Nicht zuletzt dank meines kleinen Freundes hier. Und wären Sie dann so höflich, mir meinen Ring zurückzugeben? Oh, selbstverständlich.
Also ganz nett, der Kutscher, ne? Ich mag ihn. Danke. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet habe. Nicht der Rede wert. Okay, wir haben unseren Ring wieder von dem bizarren Kutscher. Okay, den gucke ich mir gleich noch genauer an. Ich möchte mich sowieso jetzt noch ein bisschen umschauen. Ich bin ja relativ schnell hier vorangeschritten. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Mr. McPherson. Legen Sie sich nie mit Verdächtigen an, die wohlhabend und einflussreich sind. Das ist ein guter Rat, aber den werde ich nicht befolgen. So, gibt's hier noch etwas? Mal gucken. Aber schön gemacht, also nett. Gefällt mir irgendwie total. Der Kutscher. Wenn das eine Verfilmung wäre, dann würde der Kutscher bestimmt von Johnny Depp gespielt werden. Das würde so typisch zu ihm passen. Ah, von Johnny Depp kommt ein neuer Film. Hab letztens einen Trailer gesehen. Sieht ganz interessant aus. Aber das gehört jetzt nicht hierher. Und jetzt muss ich natürlich gerade an From Hell denken, falls ihn jemand kennt. Hat ja storytechnisch, ne? Jack the Ripper und so. Könnt ihr mal gucken. Echt gut, aber ziemlich brutal. Hey, willst du zu mir? Gus. Anscheinend. Ida? Was machst du denn hier? Ich hab was, was dich vielleicht interessiert. Wolltest du nicht zum Arzt gehen? Ida, tu das bitte nicht. Was denn? Mir helfen. Warum darf ich dir nicht helfen? Weil es zu gefährlich ist. Schließlich zieht hier ein Wahnsinniger durch die Straßen, der Frauen überfällt. Ich passe schon auf mich auf. Das glaube ich dir gern. Aber mir wäre lieber, du bliebst an einem sicheren Ort, damit ich mich auf den Fall konzentrieren kann, anstatt mir wegen dir Sorgen zu machen. Wie du willst. Entschuldige. Was hast du denn rausgefunden? Etwas Wichtiges. Als ich den Mädchen ein paar Fragen stellte, erfuhr ich, dass eines der Opfer einen Überfall überlebt haben soll und sich anscheinend am Schrottplatz versteckt hält. Weißt du denn das aus sicherer Quelle? Naja, ist nur ein Gerücht. Aber man kann nie wissen. Willst du es nicht nachprüfen? Doch, tue ich auf jeden Fall. Sei vorsichtig. Keine Sorge. Geh du zum Arzt und dann bitte auf dem schnellsten Weg nach Hause. Ich verspreche es. Bis später. Und Ida? Ja? Danke für den Tipp. Gern geschehen. Ich lieb dich auch. Ich mag Ida. Sie hat eine angenehme Stimme. Auch wenn sie jetzt gerade ein bisschen blöd läuft, aber egal. Ja, jetzt macht das natürlich Sinn, dass da ein Mädchen überlebt hat. Denn auf dem, das Schriftdingens, was wir gelesen haben am Brunnen, da hat er ja irgendwie so gemeint, ja, er hat die Hure, es war ihm seiner nicht würdig. Und deswegen hat er sich dem Engel zugewandt. Und das macht jetzt natürlich Sinn. Ich will jetzt gar nicht wissen, was er mit dem Engel, ach, egal. So. Okay, wir kriegen jetzt hier einen Tipp nach dem anderen. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch einen neuen Schauplatz, nämlich den Schrottplatz. So, aber hier ist noch was zum Angucken. Komm, mach mal ein bisschen schneller, Gus. Bist ja kein alter Mann. Und das Leben geht weiter. So, da komme ich raus. Ist da sonst noch irgendwas? Hier hat's aber ordentlich gefackelt. Gefackelt, ja. Aha. Nicht ohne, ne? Da ist noch was. Geh nochmal rüber. Das erinnert mich an den Fall des Brandstifters von der Madison Avenue. Madison Avenue, so. Bei dem Fall war ich noch nicht dabei, Gus. Müsstest mich mal aufklären, das wäre ganz nett. Aber ich glaube, das tut jetzt nichts zur Sache. Gut, hier ist nichts mehr. Moment, hier geht's. Moment, das heißt, dass es hier auf die Weltkarte geht, das Symbol, ne? Aber wo geht's denn dann dahin? Zu Idas Geheimversteck. Oh. Was auch immer mit Gus abgeht, das ist sehr interessant. Wir haben anscheinend kurz die Sicht des, des Opfers gehabt, beziehungsweise eventuellen Opfers. Sehr interessant.
Auch die Kamerasicht gefällt mir gerade ziemlich gut. Okay, bevor das jetzt immer noch weiter und weiter geht hier. Ein altwirkender Metallring mit Zacken wurde am Parktatort gefunden. Das gucken wir uns mal genauer an. Da kann ich nichts dran machen. Das ist ein ziemlich hässlicher Ring, ne? Also ich mag zwar solche Tribals, aber an sich... Nö, gefällt mir nicht. Den werden wir nicht anziehen, Gus. Gut, ist hier noch etwas? Hier komme ich wieder zurück, oder? Ich denk's doch mal. Ich guck lieber. Oder geht's hier weiter? Ne, alles klar. Ja, interessant. Der scheint irgendwie eine Gabe zu haben oder so. Oder ist einfach nur durchgeknallt? Aber sonst sehe ich hier jetzt gerade nichts. Was macht denn die Ecke dann für einen Sinn? Warum konnte ich denn hier hingehen? Hier ist nichts. Links kann ich nicht, rechts kann ich nicht, kann nur zurück. Da will er nichts machen. Ja, da Kanalisation will er zum Glück auch noch nicht hin. Gut, ja Freunde, ich würde sagen dann, das nächste Mal werden wir uns den Schrottplatz angucken und hoffentlich mit dem, ja, Mädchen reden können. Das weiß bestimmt noch irgendetwas Wichtiges. In diesem Sinne, freut euch drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Still Life.